Herr Mayer, liberal ist, wem die Freiheit über alles geht. Ist damit das Wesentliche über den Liberalismus ausgesagt? Natürlich, nur muss man noch differenzieren bei der Definition der Freiheit. Freiheit ist ein Begriff, der zunächst einmal sehr verlockend klingt. Warum tun sich so viele so schwer damit? Freiheit ist natürlich der Anspruch an mich, an den Einzelnen, auch das, was jemand sagt, der anders denkt, als bedeutend und wichtig und richtig, also nicht sachlich richtig, aber dass er es sagt, richtig zu akzeptieren. Also in der Freiheit ist immer nicht nur die eigene, sondern die Akzeptanz der Freiheit des anderen. Und ist der Kern der Freiheit die Meinungsfreiheit dann? Das ist sicher die Meinungsfreiheit, das ist ganz klar. Aber hier ist eben etwas hinzuzufügen. Man kann sich die Frage stellen, wann fühlt sich ein Mensch frei, seine Meinung frei zu sagen? Einerseits durch das deutsche Grundgesetz, die viel ältere Schweizer Verfassung, nicht durch das Recht, aber gleichzeitig muss er auch einigermaßen, ich sage einigermaßen, frei sein von existenzieller Bedrohung. Der einfache, ganz normale Arbeitnehmer braucht einen anständigen Lohn. Er muss wissen, wenn ich krank werde, bin ich versichert, da wird für mich gesorgt. Wenn ich invalid werde, habe ich Invalidenrente. Wenn ich alt bin, habe ich eine existenziell sichernde Rente. Dann fühlt er sich erst frei. Menschen, die Angst haben, sind keine freien Menschen. Darum ist ja das Liberal mit dem Sozial zu verbinden. Das heißt, das Liberale braucht einen starken Sozialstaat. Absolut. Das ist der moderne, liberale Staat, ist der Sozialstaat. Und diejenigen, die gegen den Sozialstaat polemisieren, das sind die ewigen Neoliberalen und Marktradikalen, die wollen natürlich diesen modernen Staat kaputt machen, weil sie die Macht des Kapitals oder die Macht derjenigen, die Geld haben, die Macht haben, materiell, das vergöttern sie. In der Schweiz nennen sich die Liberalen die Freisinnigen. Was wird damit denn ausgedrückt? Das ist natürlich ein wunderbares Wort. Die Freiheit und das Sinnliche der Freiheit in einem Wort. Viel schöner als liberal. Das Liberale hat es in Deutschland ja besonders schwer. Wir denken bei Deutschland eher an ein obrigkeitsstaatliches Denken. Woran liegt das? In Deutschland hat sich eben 1848 der Liberalismus in dieser 48er Revolution nicht durchgesetzt. Er ist gescheitert. Es gibt verschiedene Gründe dafür und die könnte man jetzt aufzählen, aber das Faktum ist, er ist gescheitert. Und in der Schweiz hat sich der Freisinn durchgesetzt. Hat gesagt, so, dieser Staat, das sind jetzt wir. Das ist jetzt der freisinnige Staat. Und sehr lange war es wirklich der Staat dieser Partei. Und das war auch wichtig so. Die Deutschen, also die Fürsten in Deutschland, all diese Feudalherren und die Monarchie anderswo, haben gestaunt, diese Schweizer, geht das überhaupt? 1848, was die da fertiggebracht haben, muss man da nicht intervenieren? Nicht? Muss man nicht was tun dagegen? Die Schweizer haben da natürlich ist es kein Wunder, eine Riesenleistung vollbracht, eine avantgardistische Leistung. Könnte die heutige Bundesrepublik Deutschland von der Schweiz Liberalität lernen? Sicher in der Debatte. Die Deutschen sind immer noch, wenn ich die Mediendebatte sehe, sehr, sehr scheu, wenn es darum geht, abweichende Meinungen zu äußern und auch der abweichenden Meinung etwas abzugewinnen, wenn man selber nicht von der Meinung sagt, toll, was der, der denkt weiter, das ist doch hochinteressant, da gehe ich mal drauf ein. Ich denke nicht so, aber der denkt irgendwie anders. Also diese innere Liberalität, die ist in der Schweiz viel, viel, die ist fast politisch genetisch ausgeprägt. In welche Richtung entwickelt sich denn eine Gesellschaft, die diese innere Liberalität nicht hat? Ach, wissen Sie, es wird ja, im Moment ist das sehr interessant, mit der FDP in Deutschland versucht ja Christian Lindner mit seinen Leuten eigentlich einen modernen Liberalismus zu definieren, den es bisher so nicht gab. Der Liberalismus in Deutschland war wie ein uneheliches Kind, ungeliebt. Und das merkt man jetzt, wie man Lindner begegnet.
immer noch irgendwie herablassend und weil er nicht gleich in die Regierung strebte. Das ist ja noch interessant. Liberale streben nicht unbedingt gleich in die Regierung. Ihr kämpferischer Geist kann auch mal sagen, da bleiben wir mal draußen. Wir wollen zum Beispiel wie Lindner uns nicht einlassen mit einer Kirchenpartei. Die Grünen, das ist ja eigentlich fast nicht mehr zu unterscheiden von der evangelischen Kirche, nicht? Das war richtig so, aber da sofort moralisiert man, der hat Verantwortung nicht wahrgenommen. Das ist noch interessant. In Deutschland ist Opposition sein, heißt Verantwortung nicht wahrnehmen. Das zeigt schon, dass irgendetwas von der Demokratie nicht begriffen wurde. In England, dieser Urdemokratie, ist die Opposition der Königin. Her Majesty's Opposition, oder? Das ist eine Riesenposition. Und in Deutschland ist das höchstens vorübergehend. Und man ist gescheitert, wenn man in der Opposition ist. Und wenn man die Opposition freiwillig wählt, wie Christian Lindner, ist man halber Landesverräter. Also da muss man schon sehen, der Reifeprozess der deutschen Demokratie dauert noch etwas an.